Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's wieder Elias und für mich ein weiteres Video für euch. Und zwar habe ich euch auf Facebook gefragt, ob ihr mal wieder ein FAQ von mir haben wollt, habe ich schon verdammt lange nicht mehr gemacht. Und dann kamen eben noch extrem viele Fragen zusammen und ich möchte eben mal wieder ein paar Fragen von euch in diesem Video beantworten, einfach damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt und wisst, wie ich so tick und so weiter. Ich habe extrem viele neue Abonnenten dazu bekommen und mein letztes FAQ ist schon extrem lange her, deswegen habe ich mir gedacht, es wird mal hier wieder Zeit für die ganze Scheiße eben. Und deswegen werde ich das eben in dem Video machen. Übrigens habe ich auch ein bisschen neues Equipment am Start, ich habe eine neue Kamera gekauft, die Canon EOS 70D oder so heißt die, glaube ich. Jetzt könnt ihr meine Pickelfresse noch in besserer Auflösung sehen. Das ist bestimmt geil. Ich habe auch noch Softbox gewollt. Deswegen die Belichtung eben. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich noch kurz was anderes klären. Und zwar habe ich auch extrem oft die Frage bekommen, wann es endlich mal Merch-Sachen von mir gibt. Und es ist jetzt endlich soweit, mein Shop ist online. Ich habe ja schon das Ganze öfters auf Facebook, Snapchat und so weiter angekündigt. Aber falls ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt eben Sachen von mir kaufen, wo mein Logo auch Anzi-Sachen ist, wie zum Beispiel dieser Amix-Hoodie hier. Und es gibt verschiedene Sachen, also wirklich extrem viel. Mein Anbieter ist... Okay, ne, das war das Falsche. Einen Augenblick. Mein Anbieter ist 3D Supply. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Es gibt Caps, es gibt T-Shirts, es gibt Hoodies, es gibt Hosen, es gibt sogar Tasten. Also es gibt da wirklich einiges, was ihr euch besorgen könnt. Ich habe natürlich nicht alles hier, weil es einfach viel zu viel ist. Aber ich zeige euch mal ein paar Logos eben, damit ihr wisst, was da so am Start ist. Zum Beispiel dieses MLG Get Rap Made Logo und so weiter. Also es ist nicht nur Amix-Sachen am Start, sondern eben auch vieles Verschiedenes, wie zum Beispiel hier dieses Trevor-Logo, was auch auf der Tasse zum Beispiel drauf ist. Ihr könnt euch da Logos auswählen und halt aussuchen, meine ich, und dann selbst entscheiden, auf was ihr das drauf haben wollt. Ob es jetzt ein Pulli ist, ob es ein Tanktop oder sowas ist. Also ich habe auch hier nochmal das T-Shirt am Start. Also das ist ein Tanktop natürlich mit dem mit der Smoke on the Water Marke. Das ist ja die Weed-Marke praktisch von GTA 5. Die fand ich persönlich auch ziemlich cool, vor allem auf Tanktops, und dann gibt es zum Beispiel aber auch hier ganz normale T-Shirts, Oversize-T-Shirts gibt es und so weiter. Je nachdem, was ihr eben wollt, könnt ihr es selber aussuchen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die ersten 350 Bestellungen, glaube ich, haben sogar Autogrammkarten dabei. Also falls ihr eine Autogrammkarte von mir haben wollt, dann müsst ihr euch halt dort was kaufen. so assi das jetzt auch klingt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen, weil ich habe da schon das Ganze auf Facebook angekündigt. Und ist halt so, dass da halt schon extrem viele Bestellungen draus oder halt praktisch gekommen sind. Und deswegen sind es nicht mehr so viele Autogrammkarten am Start. Aber falls ihr jetzt noch bestellen solltet, dann würdet ihr auf jeden Fall noch eine bekommen, Sprachfehler for the win. Oh Gott, jetzt werde ich als Allotrix bezeichnet, und nein. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Also checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Und bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich noch kurz was anderes besprechen. Und zwar könnt ihr es hier in der Ecke schon sehen. Ich habe einen neuen Sponsor, und zwar ist es die Koro-Drogerie. Ich denke, die meisten von euch kennen die Koro-Drogerie schon von InScope 21 oder Unsympathisch und so weiter. Und zwar erstellen die Trockenfrüchte, das ist eben ein Online-Shop. Und das sind halt wirklich extrem gesunde Sachen, ohne Zusatzstoffe, der Zucker und so weiter. Und da gibt es wirklich extrem geile Sachen, wie zum Beispiel die Apfelringe und so weiter. Es gibt hier zum Beispiel Bananenchips und so weiter, die ich am meisten feiere. Es gibt getrocknete Kiwis, es gibt Cranberries, es gibt getrocknete Erdbeeren und so weiter. Checkt auf jeden Fall mal deren praktisch Online-Shop ab, da gibt es wirklich extrem viel. Und wie schon gesagt, ich denke, die meisten von euch kennen das Ganze schon, deswegen werde ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Es gibt auch einen Gutscheincode, den ihr nutzen könnt, da bekommt ihr eben Prozente auf einen Einkauf. Der Gutscheincode ist ähnlich, steht aber alles nochmal unten in der Videobeschreibung ab. Ich habe euch das jetzt eben nur gesagt, damit ihr euch nicht wundert, wieso da ab sofort immer Koro-Produkte in meinen Videos sind. Ich will da nicht irgendwie geheime Product-Placement-Scheiße machen oder sowas, sondern ich möchte das ganz offen sagen, dass ich jetzt eben Werbung für die machen werde in meinen Videos, aber ich mache das so im Style wie InScope 21 und Unsympathisch, also ich werde euch jetzt nicht penetrant mit Werbung auf den Sack gehen, das ist auf gar keinen Fall, das ist nicht mein Ziel oder sowas, aber nicht damit ihr euch wundert, warum auf einmal Produkte in meinen Videos stehen. Und das war mir halt eben wichtig, dass ihr das Ganze wisst, und deswegen checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab, falls ihr eben Bock auf gesunde Ernährung habt. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß ja eigentlich, dass ich mich nur mit Bullshit ernähre, irgendwie McDonalds und irgendwelche anderen Burger und so weiter, aber na, jetzt war jetzt kein Product Placement für McDonalds. Aber ihr wisst, was ich meine, also für mich war das halt eben ein ziemlich guter Sponsor, weil erstens bekomme ich jetzt eben auch Essen von denen, dann ernähre ich mich auch mal ein bisschen gesund, und ich denke, es ist auch irgendwie besser für euch, weil ich könnte jetzt auch Werbung für, was weiß ich, irgendwelche andere Gaming-Sachen machen oder sowas, aber ich habe mir gedacht, ey, ich mache was ganz anderes, und zwar irgendeine gesunde Ernährung. Und deswegen finde ich das Ganze auf jeden Fall ziemlich cool, aber ich habe euch jetzt auf jeden Fall genug mit Werbung vollgelabert, und ich würde sagen, kommen wir eben direkt zur ersten Frage. Die erste Frage kommt von Flo, und ich wundere, warum ich immer hier runterschaue. Meine Fragen stehen auf dem Handy hier, also ich schaue nicht auf meine Eier oder so. Oh Gott, der war so nicht witzig. Aber auf jeden Fall kommen wir zur ersten Frage, und zwar, wie war das, als das erste Mal ein Fan zu dir gekommen ist und ein Foto wollte? Ich weiß auch genau, wo das war, und zwar, das werde ich auf jeden Fall niemals vergessen, das war ein hammergeiles Gefühl als erstes Mal. Aber das war in Köln, am Kölner Dom, und zwar war ich eben in Köln bei ein paar Freunden, und wir haben auf einen Zug gewartet, denn der Kölner Dom ist ja genau beim Bahnhof, und ich habe eben gewartet, bis mein Zug kommt, weil ich wollte wieder nach Hause düsen. Und habe ich auf Facebook gepostet, auf meiner Amix-Seite, dass ich jetzt gerade am Kölner Dom chille, weil ich auf meinen Zug warte. Und irgendwie in der Hoffnung, dass halt wirklich einer kommt. Ich hätte niemals gedacht, dass da wirklich einer kommt. Es waren sogar zwei Leute, beziehungsweise. Und
dann kam der eben, wir haben da gechillt und er hat mich dann eben so angesprochen, ey Digga, du bist doch Amix, oder können wir einen Pick machen? Und ich habe mich einfach übelst gefreut, also ich habe es natürlich äußerlich nicht so gezeigt, ich habe das ganz gechillt aufgenommen sozusagen, aber innerlich habe ich mir übelst einen abgefeiert irgendwie, weil das einfach ein hammergeiles Gefühl war, das erste Mal so mit einem fremden Menschen einen Pick zu machen, also ich einfach übelst Game, Fame gefühlt. Ich denke, ihr könnt euch das sicher ein bisschen selber vorstellen, wie das eben so ist, wenn auch einmal ein fremder Mensch zu euch kommt und einen Pick mit euch machen will. Inzwischen ist es leider nicht mehr ganz so besonders wie beim ersten Mal natürlich, weil dann gewöhnt man sich langsam dran. Also ich bin natürlich noch nicht ganz so fame wie andere YouTuber oder sowas, aber auf jeden Fall habe ich schon ein paar Fotos jetzt inzwischen geschossen mit euch. Es sind auf jeden Fall immer hammergeile Leute, die da zu mir kommen. Es ist immer wirklich extrem geil. Und es war halt damals so, dass der Abonnent zu mir kam, ein Kumpel war bei ihm auch noch dabei und dann hat er sein Kumpel eben ein Foto von uns beiden gemacht. War wirklich ein hammergeiles Gefühl. Und das werde ich auf jeden Fall niemals in meinem ganzen Leben vergessen. Die zweite Frage kommt von Ümit und zwar hat er gefragt, wie waren die Leute zu dir, bevor du YouTuber wurdest und wie sind sie jetzt dir gegenüber? Und das persönlich feiere ich wirklich die Frage, denn da kann ich wirklich eine Menge erzählen, kann ich natürlich nicht in dem Video machen, da das Video sonst viel zu lange geht, aber um das Ganze mal kurz zusammenzufassen. Ich habe natürlich nicht innerhalb von einem Tag 100.000 Abonnenten bekommen oder halt jetzt fast 200.000, was eigentlich eine extrem krasse Zahl ist, aber egal. Und zwar hat es ja sehr lange gedauert, 2 Jahre jetzt fast. Und die Leute in meiner Klasse, die hat es nicht so gejuckt, weil das waren ja immer langsame Meilensteine praktisch. Also ich war ja nicht extrem so schnell Fame. Also ich habe schon gemerkt, wie sie praktisch immer ein bisschen netter zu mir geworden sind. Aber das war eigentlich noch ganz akzeptabel. Aber ich finde es halt ziemlich krass, weil Leute, mit denen ich nichts zu tun hatte in der Schule und die mich praktisch auch nicht gemocht haben, ihr kennt es ja sicher, ihr wisst einfach von manchen Leuten, dass sie euch nicht mögen und scheiße über euch labern, nur so ein Dreck. Die geben inzwischen damit an, dass sie mit mir auf einer Schule waren und so weiter und tun dann, remailen sich sogar bei euch und fragen, ob sie was mit euch machen wollen und so oder ob man was zusammen machen wollt, obwohl ihr eben damals nichts mit ihnen zu tun hattet. Aber jetzt, weil ihr eben ein bisschen Fame seid, wollen sie eben was mit euch machen, wollen mit euch angeben und so weiter. Und ich finde sowas halt extrem krass, aber es ist irgendwie auch verständlich, aber trotzdem finde ich sowas irgendwie anwidernd, wenn ihr versteht, was ich meine. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also die Menschen ändern sich auf jeden Fall. Wenn ihr Fame werdet, dann sind alle nett zu euch. Das ist auch bei den Mädchen irgendwie so. Ihr werdet nie wieder gefriendzoned. Das ist so witzig einfach. Weil früher war das so, ich war erstens der hässlichste Spaß, die überhaupt, wenn ich heute immer noch hier sehen könnte. Aber damals war ich immer noch wirklich, oder damals war ich noch viel krasser irgendwie. War einfach extrem scheiße, aber scheiß drauf. Mädchen sind auf jeden Fall viel netter zu euch und allgemein Menschen sind einfach noch viel, viel netter zu euch. Also auf jeden Fall die Menschen, die halt wissen, dass ihr da ein paar Abonnenten auf YouTube und so weiter habt. Aber kommen wir auf jeden Fall zur dritten Frage. Die Frage kommt von Dominik und zwar hat er gefragt, haben dich deine Mitschüler am ersten Schultag als YouTuber erkannt oder nicht? Und zwar war das ja so, ich hatte meinen Realschulabschluss und bin dann eben auf den Gymi gegangen und an meinem Einschulungstag beim Gymi eben, da saßen wir praktisch in der Aula, wenn man das so nennen kann, das war die Cafeteria, ja. Und dann hat uns eben die Schulleiterin alles erklärt und so. Und dann kam tatsächlich irgendeiner zu mir. Inzwischen kenne ich ihn sogar ein bisschen besser. Grüße gehen raus an dich, Waldrin. Und zwar hat er echt gesagt, ey Digga, du bist doch Amix, oder? Und ich habe mir so gedacht, ach nee, nicht hier auf der Schule, Alter, weil es war ja schon ziemlich krass auf der Straße und so weiter. Jetzt auch noch auf meiner Schule, aber scheiß drauf, ist auf jeden Fall ziemlich witzig irgendwie. Dann ist er zu seinen Freunden gerannt, hey Leute, wir haben Amix auf der Schule. Ich habe mir da fast übelst einen abgelacht, war aber ziemlich geil, aber der geht mir jetzt nicht jeden Tag auf den Sack oder so weiter. Wie schon gesagt, ich habe ein bisschen besser jetzt inzwischen mit dem Kontakt und der ist einfach übelst korrekt und ist wirklich ziemlich cool. Aber mich hat es auf jeden Fall ziemlich überrascht, dass sogar einer auf meiner neuen Schule meine Videos anschaut. Die nächste Frage kommt von Burak und zwar hat er gefragt, was hast du für deinen weiteren Lebenslauf so vorgenommen bzw. welche Ziele verfolgst du? Ich mache jetzt mein Abitur, das dauert noch 3 Jahre. Solange werde ich auf jeden Fall noch weiter YouTube machen. Ich habe vor, YouTube wirklich noch weiter lange zu machen. Natürlich kann ich nicht für immer bei GTA 5 bleiben, aber ich habe auch noch andere Pläne am Start. Ich verspreche schon wieder verdammt schnell, aber scheiß drauf. Und zwar ist es jetzt so, dass ich habe ja kein Auto oder sowas, oder ich mache auch keinen Führerschein, mache ich jetzt wahrscheinlich bald, aber ich habe immer noch kein Auto oder sowas, obwohl ich ja schon in 2 Monaten 18 bin. Aber es ist gerade so, dass ich mein Geld spare, dass ich eben auch mit den ganzen Sponsorings, YouTube-Money und so weiter. Und zwar habe ich vor, sobald ich dann langsam 18 bin, mich mit Aktienmärkten ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich gehe extra, oder ich mache meinen, also ich bin auf einem WGF, Wirtschaftsgymnasium im Finanzwesen, also wo es auch extra um Finanzen geht, auch Aktien und so weiter. Ich habe eben vor, Geld zu machen mit Aktien später. Das heißt also, ich spare jetzt mein ganzes Geld, das ich eben verdiene und möchte es dann eben in Aktien investieren und versuche dann eben damit wirklich verdammt viel Geld zu haben, weil ich habe nicht wirklich vor, später richtig zu arbeiten. Ich mache jetzt mein Abitur, danach habe ich vor zu studieren. Aber ich habe wirklich nicht vor, jeden Tag um 9 Uhr zur Arbeit zu gehen und dann um 5 Uhr abends nach Hause kommen oder sowas. Ich versuche eben anders an Geld zu kommen, wie zum Beispiel Aktien dann eben oder Wertpapier oder irgendwie anders eben.
Und deswegen spare ich da jetzt eben und ich hoffe, dass das Ganze klappen wird. Und ich denke auch, dass das Ganze klappen wird, weil ich habe mich extra für diese Schuhform deswegen entschieden, damit ich da eben ein bisschen was lerne. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das eben so weitergehen wird. Die nächste Frage kommt von Markus und zwar hat er gefragt, was halten deine Eltern davon, dass du YouTuber bist? Wie gehen sie damit um? Oder sind sie jetzt anders so wie als vorher? Also ja, vorher haben mich meine Eltern auf jeden Fall gehasst, Digga. Inzwischen sind sie meine größten Fanboys. Nein, Spaß. Also meine Eltern haben sich da auf jeden Fall kein bisschen geändert. Also sie wissen natürlich, dass ich YouTube mache und so weiter. Wir haben sich dann anfangs auch gefragt, ey, von wo hat er eigentlich so viel Geld? Nee, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, weil meine Eltern haben es ganz gelassen aufgenommen. Mein Vater möchte immer meine Videos sehen, aber ich sage, nee, lass mal, weil ich mag das irgendwie nicht so, meinen Familienmitgliedern meine Videos zu zeigen. Das ist irgendwie nicht so das coole Gefühl. Aber meine Mutter zum Beispiel, die findet das auch ziemlich cool. Und ich finde es halt wirklich, also dafür bin ich meiner Mutter wirklich sehr dankbar. Und zwar war das halt so, dass ich damals wirklich Schule geschwänzt habe praktisch, um Videos zu machen, wenn GTA 5 Update rauskam oder sowas. Und meine Mutter hat mich damals daheim gelassen, weil sie mir einfach vertraut hat und hat gesagt, okay, wenn du es jetzt wirklich durchziehen willst, wenn du sowieso die 10. Klasse wiederholst, dann kannst du das machen, bleib daheim und mach das praktisch für deinen Traum oder dein Ziel. Und inzwischen unterstützt mich meine Mutter zu 100%, was das Ganze hier angeht und das ist einfach unfassbar krass, ja doch, kann man so sagen, dass mich meine Mutter eben so krass unterstützt, was das Ziel eben auf YouTube angeht und dafür bin ich einfach krass dankbar. So, das war jetzt eben einige Fragen, die ihr mir auf Facebook gestellt habt. Falls ihr weitere FAQs sehen wollt von mir, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann werde ich sowas weiterhin machen. Und falls ihr mir auch Fragen stellen wollt für zukünftige FAQs, falls ich eben noch welche machen sollte, dann folgt mir auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite. Dort werde ich eben das Ganze immer posten, dann könnt ihr mir dort Fragen stellen. Link zu meiner Facebook-Seite ist unten in der Videobeschreibung. Ich möchte jetzt nicht noch mehr Fragen hier beantworten, da das einfach sonst zu lange geht. Das Video bin mir ziemlich sicher, viele haben sowieso jetzt schon abgeschaltet und nur noch wenige schauen es zum Ende an. Aber falls ihr es auch schauen solltet, dann schreibt einfach mal Hashtag Koro Togarit in die Kommentare und dann werde ich mal sehen, wie viele Leute sich das lange Video eingezogen haben. Nicht vergessen, falls ihr Bock habt, Merch könnt ihr euch abchecken in der Videobeschreibung. Mein neuer Sponsor Koro Togarit mit dem Gutscheincode AMIX, dann bekommt ihr da eben Prozente drauf. Checkt auf jeden Fall mal deren Online-Shop ab, gibt wirklich extrem geile Sachen dort und dann würde ich sagen, ich halte jetzt meine Fresse. Fettes Dankeschön fürs zu Ende schauen, habt noch einen schönen Tag und haut rein!